Also ich habe die Aufmärsche ein bisschen anders erlebt als die Dame, aber vielleicht ist das auch, es ist ja, der Beobachter ist ja immer Teil der Beobachtung. Ne? Und also wir wissen alle, dass es da auch andere Episoden gab. Wir wissen, dass es einen Wien-Tourismus gab von Menschen, die jetzt einmal zum Gescheit zum Protestieren nach Wien gekommen sind. Wir wissen, dass es Menschen gegeben hat, die glaubt haben, es sind Wien-Beamte unter den Kanaldeckeln. Das ist, da gibt es SMS dazu, ja, damit die Leute durch den Kanaldeckel durchimpfen. Das war schon Realität. Nicht die Impfung auf diese Weise, sondern diese Sorge. Und das muss ja irgendwoher kommen. Irgendwoher muss ja so eine Narretei kommen. Ja? Aber das hat nichts damit zu tun, dass man die mikrobiologische Sicht von Impfungen oder auch von einer Erkrankung sehr unterschiedlich sehen kann. Das ist dazu gar keine Frage. Nur, ich muss jetzt schon sagen, es ist kein Zufall, wenn jemand ein Klinikleiter wird in, was weiß ich, in Ohio und dann, also jeder, der es einfach irgendwie super riecht, ist das nicht. Da gibt es schon wirklich eine Reihe von Kriterien, die nicht so ohne sind. Und ich hätte wahnsinnig gerne einmal im Lancet publiziert. Es ist ja bei mir leider nicht ausgegangen, aber wenn Leute im Lancet publizieren, kann man in aller Regel davon ausgehen, dass es kein Schwanz ist. Wir haben noch zwei Wortmeldungen. Bitte, Alfred zuerst. Bitte, lieber. Danke. Danke für die eindrückliche Schilderung dieser Long-Covid-Patientin oder damals noch Covid-Patientin. Ich glaube, so eine Erfahrung, wenn man die gemacht hat, da kann man nicht mehr von der Wahrheit abweichen, außer man muss abspalten. Genau. Das ist unglaublich. Meine Frage ist, mehr in die Richtung Gesundheitspolitik. Es ist ja letztes Jahr noch von der Ärztekammer, oder von der Krankenkasse, ausgegeben worden, dass Gutachten keine Long-Covid diagnostizieren dürfen. Das weiß ich aus einschlägigen Kreisen. Ja. Das ist inzwischen aufgehoben. Richtig. Der Minister sagt ja auch, man muss daran forschen. Also es gibt es. Es ist zumindest so, dass man daran forschen kann. Aber es werden Stellen geschlossen auf dem AKH, auf der Neurologie ist die Covid-Stelle geschlossen worden. Ich habe gehört, es sei von anderen Spitälern solche Stellen geschlossen. Da weißt du mehr, da würde ich gerne etwas hören, wo man denn so Menschen hinsenden kann oder Kontakt aufnehmen kann. Man kann sie gar nicht hinschicken. Die müssten Hausbesuche machen, Universitätsprofessoren auf der Neurologie sollten zu Hausbesuchen verpflichtet werden, wäre so eine Idee, damit sie es auch mal sehen. Also die eine, das haben wir hoffentlich auch auf Band. Also die eine Frage, welche Anlaufstellen gibt es? Werden die weiter reduziert? Werden die ausgebaut? Und wie gibt es eine offizielle Diagnose Long-Covid? Ja. Ja, die gibt es. Die gibt's. Ja. Ja. Und wie ist das Management, wenn die Leute 2 Jahre im Krankenstand sind, dann fallen sie dann raus? Gute Frage, sehr gute Frage. Also, danke vielmals. Das bleibt leise, darum nehme ich das. Ja. Danke vielmals. Also, zum einen, es gibt unter postvirale Syndrome sozusagen eine Verschlüsselung für Covid. Ja. Danke vielmals. Da, in die Gruppe da passt es rein, also Long-Covid. Es gibt eine ähnliche sozusagen Verschlüsselung für ein Vaccination-Syndrom, das übrigens ganz ähnlich ausschaut, ja, ganz ähnlich, nur viel seltener ist. Und da interessiert mich jetzt nicht, wer irgendwo was behauptet. Da kenne ich die Datenlage wirklich gut. Und das hat auch einen Grund, wenn sich 50 Leute bei mir rühren wegen Long-Covid und einer oder zwar wegen einem Post-Vaccination-Syndrom. Aber egal, wie auch immer, Faktum ist, dass wir keine eigenen Stellen dafür schaffen, weil dieses Thema keiner mehr hören will. In Wirklichkeit ist es vorbei und diejenigen, die es halt auf die Pfeife kaut haben, haben wir Pech. Ja? Und das wäre schon ein gewisser Aufwand. Es wird derzeit versucht, es über bestimmte Hausärzte, bestimmte, wie soll ich sagen, strukturellen Ablauf
wir der Hausärztinnen und Hausärzte zu machen. In Wirklichkeit funktioniert das nicht wirklich. Wobei, da gibt es einige, die sind rasend bemüht, das muss man schon sagen, so ist es nicht. Aber der wirkliche Spezialist zum Beispiel, und da gibt es in Wien im ambulanten Raum einen, ich würde mir als Halbspezialisten betrachten, bestenfalls, im Vergleich zu dem als Viertel. Ich vergib die nächsten Termine im Dezember nächstes Jahr. Ja? Das ist die wirkliche Realität. Die Kardiologin im AKH, die Frau Professor mit einem ungarischen Namen, die sich wahnsinnig viel um Patienten gekümmert hat, ist fast eine Alleinkämpferin, ja, etc., etc. Und das ist in anderen Bundesländern noch viel, viel schwieriger. Ja. Ich habe eine ehemalige Mitarbeiterin, die in Tirol lebt jetzt wieder, weil sie bei der Familie lebt, weil sie also dann, ist allein nicht überlebensfähig. Ja. Die betreue ich sozusagen via Mail und via Telefon und dergleichen. Sie hat aber einen sehr netten Hausarzt, der sich auch wirklich sehr bemüht. Ja. So zur Frage, wie geht es weiter, wenn die 2 Jahre im Krankenstand sind? Na, eigentlich, wenn sie 2 Jahre im Krankenstand sind, dann war es gescheiter, dass sie einmal eine Pension kriegen, denn es ist eine vorübergehende auf 2 Jahre, weil dann waren sie einmal aus der existenziellen Bedrohung draußen. Und was wir mit Sicherheit wissen, auch mit beweisbarer Sicherheit, ist, dass Stress ein Faktor ist, auch existenzieller Stress, der die Erkrankung oder die Genesung verschlechtert, die Erkrankung verschlimmert. Diejenigen, die man aus dem Stress rausbringt, erfangen sie manchmal schon ein Stück weit besser. Aber letztlich geht es ganz viel um vegetative Symptome. Ja? Und je mehr Vagotones da kommt, je mehr Vagus, desto mehr Heilung. Das ist jetzt aber nicht nur bei Long-Covid so. Und in Wirklichkeit sind es bis zu einem gewissen Grad relativ ungelöste Probleme. Es gibt einiges, was man behandeln kann, aber wir haben weder den Biomarker schlechthin noch die Behandlung schlechthin. Das Metformin, und da kann man jetzt wirklich nicht unterstellen, dass man mit dem viel Geld machen kann, eine Tablette Metformin kostet 10 Cent, ja, ist scheinbar etwas, also gibt es gute Studien dazu, wenn man das ganz frisch bei der Erkrankung nimmt, das ist auch Lancet-Publikation, Riesenuntersuchungsgruppe, kann das einiges. Ja, also, aber einiges heißt, es sind halb so viele Long-Covid-Fälle nachher, wie wenn man es nicht nimmt. Das heißt nicht, man kriegt es nicht. Ja, und das Beste, um Long-Covid nicht zu kriegen, ist Covid nicht zu kriegen. Ja, also man kann schon davon ausgehen, dass wir alle mittlerweile einen Immunitätsstatus haben, der nicht so schlecht ist. Das muss man schon sagen. Mittlerweile ist da schon einer da, wir brauchen jetzt nicht alle mit der Maske herumsitzen. Ja. Aber ja, und im Moment ist auch keine gefährliche Variante aber unterwegs. Im Gesundheitsbereich Bemühungen, darf ich dich bitten, es ist nämlich sonst einfach. Gibt es im Gesundheitsbereich, ob es Sanitätsrat und so weiter, Bemühungen, diese 50.000 Leute irgendwie aufzufangen, die sich ja selber kaum rühren können? Also der Schweregrad, den ich beschrieben habe, das sind Gott sei Dank sicher nicht, danke für was. Der Schweregrad, den ich beschrieben habe bei der Dame, der ist jetzt auch mittlerweile besser geht. Die ist jetzt aus dem Rollator-Stadium heraus und jetzt geht es schon mit Krücken. Ja? Ihr Lebensradius hat sie dramatisch erweitert. Sie kann in ein Auto hinein gar nicht gehoben werden. Sie kann sogar einsteigen und wohin gebracht werden. Also zum Beispiel in irgendeine ländliche Umgebung, was sie durchaus genießt. Aber die hat wirklich, also was die alles an Behandlung probiert hat, ist unglaublich. Ja, das tun ja viele andere nicht in dem Ausmaß. Was will ich damit sagen? Dieses Zustandsbild, dieses schwere Grades, was man ja im Internet findet und auch in verschiedenen Zeitungen manchmal, wo Leute wirklich quasi im Rollstuhl sind und fast liegend, das ist Gott sei Dank, das ist kein Prozent. Also das so schwer betrifft es nicht so viele. Aber Brain Fog, Myalgien, völlig unklare neuronale Beschwerden da sind, die wirklich einfach eine Mononeuritis darstellen und dergleichen, das ist nicht so selten, da kommt man sicher auf 1%. Ja. Gibt es Bemühungen? Es gibt einige kleine Forschergruppen, die wirklich sich bemühen, etwas zu finden, die gibt es. Die Unterstützung der Forschung in Österreich dazu ist gering, ja. Und in Wirklichkeit würde das Thema keiner, das ist ja auch heikel, da kann man ja auch Stimmen verlieren. Ja? Also um es auch deine konkrete Frage zum obersten Sanitätsrat, welche Rolle er hier spielt. Der oberste Sanitätsrat ist ein reines Beratungsgremium des Ministers
Und da gibt es eine Subgruppe, die sich einerseits mit den psychosozialen Problemen und Folgen der Covid-Zeit auseinandersetzt, die jetzt etwas erweitert worden ist, weil wir ja viele andere psychische Belastungen im Moment haben, die übrigens die Menschen psychisch wesentlich mehr noch belasten als Covid. Und es gibt auch eine eigene Gruppierung, und das muss man dem jetzigen Gesundheitsminister durchaus positiv anrechnen, dass es eine Gruppierung gibt im obersten Sanitätsrat, die er auch sehr unterstützt, die sich eben mit Long-Covid überhaupt beschäftigt. Aber da geht es darum, Fakten zu sammeln und Informationen weiterzugeben. Versorgungstechnisch hat der oberste Sanitätsrat überhaupt keine Möglichkeiten. Und ich denke, da liegt eines unserer Hauptprobleme drinnen, dass man da eine gute Versorgungsstruktur herstellt. Denn wenn jetzt jemand darunter leidet, egal ob das so ganz massiv ist wie den Fall, den du geschildert hast, oder nicht ganz so massiv, und er bekommt einen Termin im Oktober, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie es den Menschen dabei geht. Also das ist eigentlich eine unerträgliche Situation. Du hast aber etwas anderes angesprochen, das ich gerne aufgreifen möchte und das, denke ich, in diesem gesamten Bereich ein Riesenproblem darstellt. Das ist, dass die allermeisten Menschen so etwas nie gesehen haben und irgendwo was hören oder auch sogar vielleicht einmal Studien lesen oder, was ja ich besonders tragisch halte, jemanden zuhören, der über Studien berichtet, die es oft meist überhaupt gar nicht gegeben hat. Aber nicht, wenn jemand ein großes Argument haben möchte, dann sagt er, das ist wissenschaftlich bewiesen oder da gibt es wissenschaftliche Studien dazu oder etwas Ähnliches. Und unser Problem ist, dass die meisten Menschen einfach so einen Patienten noch nie gesehen haben. Und wenn man einmal gesehen hat, dann diskutiert man nicht mehr drüber, ob es es gibt oder nicht, weil es einfach augenscheinlich ist, aber das ist eines unserer Hauptprobleme, denke ich, des gesamten öffentlichen Diskurses, dass die allerwenigsten Menschen wirklich eine unmittelbare Information hier haben. Und das Zweite ist, dass wir in einer massiven Vertrauenskrise uns befinden. Wir vertrauen einfach den Wissenschaftlern nicht mehr, wir vertrauen den Politikern nicht mehr, wir vertrauen auch Ärzten immer weniger. Also es gibt eine ganz große Vertrauenskrise, da kann man jetzt lang drüber reden, warum die entstanden ist und wie das entstanden ist. Aber das führt dann dazu, dass irgendwelche Interpretationen hier gemacht werden und die dann natürlich zu ganz massiven und fatalen Folgen führen. Vielen Dank, dass du diesen Bereich dann nochmal mit eingebracht hast. Es gibt jetzt noch zwei Wortmeldungen. Zuerst Li Jing, ich komme zu dir. Und bitte. Vielen Dank für die wunderschöne Präsentation. Gerne. Ich bin vom Bereich der Sportpsychiatrie oder klinische Sportpsychologie. Habe ich über diesen Fall gesprochen. Sehr interessiert, sehr interessant. Und Problemkeiten, also ich benötige noch ein bisschen mehr Information, aber zum Beispiel von der Kampfsportarten, zum Beispiel ein Kampfsport, egal Judo oder Wrestling und so. Und dieser Sportler hat oft Probleme, zum Beispiel Gehirnverletzungen. Dann verursachen sich sehr viele neurokognitive Störungen und allgemein kurz noch. Und dann, aber auf andere Seite, dass die zum Beispiel zu einem bestimmten Gewicht oder Gruppe kommen kann, zum Beispiel sie präsentiert, oder sie muss eine Meisterschaft nehmen, 80 Kilogramm, dann müsste sie innerhalb von 2 Wochen 5 bis 10 Kilo abnehmen. Ja, also das ist eine Meisterschaft. Und dann 3 Monate später können Sie andere Meisterschaft, dann müssen Sie 90 Kilogramm Kreuzwellen, dann müssen Sie innerhalb einer Woche wieder zunehmen. Deswegen verursachen sehr viele Essensstörungen. Natürlich. Anorexia und so weiter. Also, aber vom Wegkreuzen würde ich sehr gerne vielleicht ein bisschen mehr Informationen, wie diese Frau, was haben Sie Sport gemacht, weißt du, weiter oder nicht? Oder? Nein, da ist mir meint, also die kommt auf keinen Berg rauf, die kommt nicht einmal von Hügel rauf, sozusagen.
Aber der sportmedizinische Aspekt ist interessant. Ja, bitte. Also es gibt Sportler, die betroffen sind von Long-Covid. Es gibt sie, aber relativ wenige. Bei denen ist es fatal. Also wenn das einen erstklassigen Fußballer betrifft, ist der ausgeschaltet über längere Zeit. Ja. Aber mir scheint, das kann ich jetzt nicht belegen, ich habe nur den Eindruck, dass da in der Sportmedizin sehr rasch erkannt wurde, wann die jetzt, und es hat viele Infektionen gegeben, und da, gerade zum Beispiel Fußballern, ja, und die sind schon Leistungssportler heute, dass man da jetzt erst einmal eine Ruhe gegeben hat. Also es ist ja dann auch zum Beispiel sofort im Fußball eine höhere Einwechselquote sozusagen ausgemacht worden, weil etliche der Kicker einfach nicht 90 Minuten durchgehalten haben. Ja. Und wenn also sozusagen etwas in Richtung Pacing gegangen ist, dann haben sie die Leute ungleich besser erfangen. Ja? Aber es gibt Sportler, die aufgehört haben mit dem, was sie bis dahin machten. Ja? Weil sie einfach nicht mehr so in die Form kommen. Bitte. Ja, danke schön. Ja, zwei Probleme, auf zwei Probleme möchte ich noch hinweisen bzw. Antworten erwarten. Das eine ist tatsächlich die Zerstörung der Reputation der Wissenschaft. Und das Zweite ist, Long-Covid, also Covid war sicher nicht die letzte Pandemie, die die Welt erschüttert, sondern die nächste wird kommen und wir könnten uns auch überlegen, was lernen wir daraus und wie bereiten wir uns vor, nicht nur wir in Österreich, nicht nur das Gesundheitsministerium, sondern wir sind ja wirklich auch überfallen worden und dann ist natürlich auch die Wissenschaft hinten nachgehinkt. Es wäre ja anders gar nicht gegangen. Und die Vorwürfe, die jetzt kommen, ja, aber wir hätten doch, finde ich, sehr schädigend. Ich denke, es ist sehr vieles im guten Glauben und in der Hoffnung gemacht worden, dass es vernünftig ist. Hinterher hat sich herausgestellt, also Gott, was jetzt die Kinder anlangt, dass es nicht so klug war. Aber man konnte es dann angesichts der Bilder aus Italien, wo das Holz für die Särge ausgegangen ist, doch nicht. Das war eine andere Sichtweise. Aber mir wäre eigentlich wichtig, der Aspekt, wie geht es weiter? Ja, danke für Sie. Das ist ja ein sehr aufklärischer Aspekt. Wie geht es weiter? Also die nächste Pandemie wird kommen. Das ist gar keine Frage. Jetzt wurscht, woher diese letzte kam, die jetzt eigentlich gerade erst endemisch ist. Das ist ja noch immer eine Endemie. Das ist ja... Halt nur mehr, es ist keine Pandemie mehr, aber es gibt noch weitere neue Infektionen, gar nicht so wenig. Wenn wir lernfähig sind, was ich nicht immer weiß, ob das die Menschheit ist, dann werden wir bei der nächsten Pandemie, erstens einmal kann man präventiv was machen, gar keine Frage. Man kann präventiv was tun, man kann ja verschiedene Dinge nicht mehr machen, mit Tieren und verschiedene andere Dinge. Es scheint, also wenn man in die Geschichte blickt, dann hat es, wie gesagt, immer große Pandemien gegeben. Es geht um virologische oder um bakterielle Phänomene, Punkt. Ja? Und könnte man sicherlich darauf vorbereiten, ohne jede Frage. Geschehen tut es nicht. Geschehen tut es nicht. Also das, was jetzt im Moment passiert, ist ein Akt der Verdrängung bis zum gewissen Grad ein Akt der Verleugnung. Weil es auch schon wieder andere große Probleme gibt. Ich möchte ganz gerne noch Stellung nehmen zu dieser ersten Frage der Wissenschaftsproblematik und auch was wir in Zukunft machen können. Ich denke, wir brauchen gar nicht so wahnsinnig viel dazulernen. Denn also den Bereich, den ich direkt überschaue, das ist der psychosoziale Bereich und da sind wir relativ bald involviert worden, also immerhin noch ein Jahr. Ja. Das ist im europäischen Vergleich sehr, sehr rasch gewesen. Ja. Manche haben bis heute noch keine psychosozialen Beiräte. Also da sind wir in Österreich nicht so schlecht aufgestellt gewesen. Wir haben auch Gesundheitsminister gehabt, die sehr verständnisvoll gewesen sind und die das sehr gut aufgenommen haben. Und dann ist etwas passiert, dass es auf eine parteipolitische Ebene gehoben worden ist. Und dort ist es dann völlig irrational geworden. Und das ist letztlich, das muss man auch in dieser Schärfe und Deutlichkeit sagen, da liegt das wirkliche Problem drinnen. Also es war nicht so sehr im Ministerium das Problem, sondern dass das dann auf eine ganz andere politische Ebene
gehoben worden ist und dass das, was wir gesagt haben, dann plötzlich wirklich konterkariert worden ist, um dann bei der Aufarbeitung, wenn man gesagt hat, man hat zu sehr den Wissenschaftlern geglaubt und das war eigentlich der große Fehler der Politik. Also das war dann wirklich relativ schwer erträglich für uns und da sind ja auch entsprechend scharfe Stellungnahmen ganz zu Recht hier gemacht worden. Das heißt also, aber die Rolle der Medien ist nicht zu unterschätzen. So ist es, so ist es. Und ich denke, da müssten wir einfach alle an einem Strang ziehen. Und das ist halt nicht ganz so einfach. Das ist nicht so einfach, weil es einfach da auch sehr viele andere Interessen gibt, die dann eine Rolle spielen, wo es also nicht mehr um die Sache selbst geht, sondern da geht es dann um Wählerstimmen, da geht es um Macht und um verschiedenste Dinge. Also das würde jetzt zu weit führen. Ich denke aber, es ist auch ein zweites Hauptproblem, das wir in Österreich haben. Und das ist, dass wir im Bereich der Volksgesundheit einen wirklich ganz bescheidenen Wissensstand in der Bevölkerung haben. Das große Problem ist, dass die meisten über Public Health letztlich überhaupt nicht Bescheid wissen und es gibt auch keine Institutionen, die das wirklich gut verbreiten können. Also es geht um Erwachsenenbildung hier vorzugsweise und da gibt es natürlich rasche Entwicklungen und die Menschen wissen es einfach nicht und es geht so weit, dass sie auch gar nicht wissen, was Wissenschaft ist. Das ist einer der Hauptkritikpunkte ist, dass die Wissenschaftler sich nicht einig sind. Ja, natürlich sind sich Wissenschaftler nicht einig. Es wäre ja völlig pervers, wenn Wissenschaftler sich einig sind. Es geht darum, hier das Wissen weiterzuentwickeln. Das geht nur über die Falsifizierung. Also es ist keine Frage, dass man natürlich gegen Thesen aufstehen muss und die dann beweist oder nicht beweist. Und dann kommt man zu einem Allgemeinwissen. Aber das ist einfach die Natur davon. Und da sieht man eben sehr deutlich, dass hier Ansprüche gestellt werden, die letztlich nicht erfüllbar sind. Also das Wissen, das wir haben, ist leider nicht umgesetzt worden. Und auf der anderen Seite ist aber quasi ein Allmachtswissen gefordert worden, dass man über alles wirklich Bescheid, dass es nicht geben kann. Es ist per se nicht möglich. Und ich denke, da braucht es einfach mehr Aufklärung, da braucht es in der Tat wirklich Diskussion, dass Menschen einfach auch eine gute Chance haben, kritisch dem gegenüberzustehen. Wobei kritisch, das möchte ich vielleicht auch hier nochmals hereinbringen, nicht heißt, dass ich das ablehne, was der andere sagt, sondern dass ich mehrere verschiedene Aspekte von einem und demselben versuche, gegeneinander abzuwägen, um dann hoffentlich zu einer vernünftigen Synthese zu kommen. Wir sind also schon bei der Aussicht für die Zukunft. Gibt es noch Wortmeldungen? Ja, bitte, eine kann ich gerne noch zulassen. Als Betroffene, ja, ich habe zweimal Covid gehabt und auch drei Impfungen. Und nach der letzten Infektion habe ich dann tatsächlich, es liegt also ein Jahr zurück. Ja? Mhm. Und ich war gerade mal im Theater und es war sehr kalt. Und nach der Vorstellung laufe ich dann dem Bus nach. Ja? Mhm. Und ich habe etwas erlebt, was ich überhaupt noch nie gespürt habe. Ich habe so eine Entkräftigung gespürt. Ich will einsteigen, ich kann nicht. Ja? Ich kann einfach nicht mein Bein heben, um in den Bus einzusteigen. Ja? Mhm. Und später habe ich das mit meinem Hausarzt besprochen. Der hat mich dann zum Internisten und Rheumatologen geschickt. Die Blutwerte waren schlecht. Also die Blutsenkung war zu hoch, viel zu hoch. Ja? Und der Rheumatologe meint, das ist eine PMR, eine Polymyalgie-Rheumatik. Dann wurde ich behandelt ein halbes Jahr lang mit Cortison. Die sind die Rolle natürlich auch ziemlich ausgegangen. Ich habe aber noch immer genug die Stecken drin. Und habe dann einmal mit einer Rheumatologin in Budapest gesprochen, die ich schon lange kenne. Und die hat gemeint, also Cortison würde sie nicht jetzt unbedingt empfehlen. Ich soll doch mal eine Pause machen. Ja? Jetzt mache ich eine Pause. Natürlich
tut mir da oben alles weh. Ja. Und ich kann auch, wenn ich sitze, nicht ohne meine Abstützung aufstehen. Ja. Mhm. Das fällt mir schwer. Das war unter dem Cortison verschwunden natürlich. Da ging es mir total gut. Nur denke ich, dass so eine Behandlung so lang, also ein halbes Jahr, denke ich, könnte, weiß ich ja nicht, wie dann die Auswirkungen später sind. Hm? Ob man das. Ich sag gern was dazu. Ja. Also es wird nicht gut sein, wenn ich mich sozusagen einmische, danke dir, jetzt generell in Ihre konkrete Therapie. Ja, aber ich tue es trotzdem, weil wenn Ihnen etwas gut getan hat und wenn das, was Ihnen gut getan hat, Cortison ist, dann ist es halt im Moment die Möglichkeit, die Sie haben. Und was es schon gibt, sind Befunde, dass diejenigen, die ganz am Anfang durch Zufälligkeiten, ganz am Anfang einer Covid-Infektion, einer Ungeimpft und dergleichen, Cortison inhaliert haben, weil sie es aus anderen Gründen mussten, bessere Befunde on the long term haben. Weil was sicher der Fall ist, ist, dass es also ein überschießendes Reaktionsmuster verschiedenster Teile des Immunsystems gibt. Jetzt ist Cortison nicht das Optimum, um das zu bremsen. Ja. Aber wenn es das Optimum ist, das wir gerade haben, und ich glaube auch offen gestanden nicht, dass der Haarausfall vom Cortison ist. Ich habe selbst lange Jahre, ich habe selber circa ein Jahr lang einmal Cortison nehmen müssen. Also ich will nicht sagen, dass meine Haare besonders gesprossen sind, aber vielleicht sogar das, ich weiß nicht. Cortison hat Nebenwirkungen, ganz klar, aber der Haarausfall war es nicht. Ich würde das fast eher, oder wenn es ein akzentuierter Haarausfall ist, würde ich das fast eher in einer Long-Covid-Dynamik sehen. Ja. Also, ich weiß nur leider nicht, wo ich Sie dahin empfehlen soll, weil das müsste jemand sein, der Sie wirklich mit einer Myalgia-Rheumatiker auskennt. Ich werde nachdenken. Ja, und Sie schreiben mir und ich schreibe Ihnen zurück. Da muss es auch jemanden geben. Es sind meistens Einzelkämpfer, aber es sind oft hoch engagierte Einzelkämpfer. Ja? Und ich würde nicht sagen, dass es gut ist, dass Sie jetzt kein Cortison nehmen. Weil es gibt Viruspersistenz, es gibt alles Mögliche. Wenn das dann permanent das Immunsystem wieder wirklich anreibt, bis zum geht nicht mehr. Ja. Ja, vielen Dank, dass du auch dazu Stellung genommen hast. Es ist immer ganz schwierig, wenn man dann im Einzelfall, quasi wenn man nur einen Teil der Geschichte kennt, dann auch eine entsprechende Empfehlung abgeben muss. Aber das, was wir mitnehmen können, ist, denke ich, von dem heutigen Abend, dass es Long-Covid gibt, dass es einfach schlicht ein Faktum ist, dass es ein gar nicht so seltenes Faktum ist, dass die ganz schweren Verläufe Gott sei Dank relativ sehr selten sind und dass es eben leider keine wirkliche zentrale Stelle gibt. Und das wäre schon eine der Aufgaben, denke ich, auch von Universitätskliniken, gerade in diesem Fall, dass man sich da schwerpunktmäßig damit beschäftigt, um auch entsprechende Erfahrungen natürlich hier zu akquirieren. Und das geht einfach nur, wenn man viele Patienten sieht. Und es ist schön, dass es Einzelkämpfer gibt. Großartig, es ist ganz besonders schön, dass es dich als Einzelkämpfer gibt. Aber wenn das Wissen hier gut zusammenlaufen kann, wäre es natürlich schon viel, viel besser. Und dann hat man natürlich auch bessere Möglichkeiten. Es bleibt mir jetzt eigentlich nur mehr, erstens einmal dir zu danken, dass du uns dieses Thema so nahe gebracht hast, aber auch, was es gesellschaftlich bedeutet und auch, was Stigmatisierung bedeutet. Stigmatisierung ist ja im Bereich der psychischen Erkrankungen ein ganz spezielles Thema. Das, was wir heute nicht angesprochen haben, möchte ich zuletzt doch schon ansprechen. Und das ist, dass diese Stigmatisierung per se auch zu einer Verschlechterung des Krankheitszustandes führt, weil es natürlich eine massive Belastung ist. Und man muss sich nur vorstellen, wenn man selbst schwer krank ist, sich auch sehr schwer krank fühlt und jemand sagt einem, man hat einfach nichts. Mhm. Also
Ich habe selbst das einmal erleben müssen, im Rahmen einer Nierenkolik, wo ich massive Schmerzen gehabt habe und wo dann der Arzt und die Schwester zu dem Schluss gekommen ist, weil ich schon Therapie bekommen habe, dass ich keine Schmerzen mehr habe. Und ich habe es aber gehabt. Und das ist wirklich eine aussichtslose Situation. Ja. Und die Schmerzen sind deshalb nicht geringer geworden, kann ich sagen. Es ist dann letztendlich gut ausgegangen, sonst würde ich es heute nicht erzählen können. Aber ich denke, Stigmatisierung ist nicht nur etwas, was ein bisschen unangenehm ist, sondern ist wirklich auch ganz massiv beeinträchtigend. Und deshalb auch vielen Dank, dass du dieses Thema mit hereingenommen hast. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Vielen Dank, dass Sie sich so rege und auch so offen und so direkt an der Diskussion beteiligt haben. Und wir haben jetzt noch die Möglichkeit für all jene, die das wollen, auch noch im Gespräch ein bisschen an der Bar zu bleiben. Dir jedenfalls nochmals vielen lieben Dank für einen schönen Abend.